Hallo, ich bin Konstanze Klosterhalfen, bin Mittel- und Langstreckenläuferin und studiere an der SPOHO Sportjournalismus. Ich versuche natürlich erstmal zu Hause zu bleiben und dann so ein bisschen das Positive in einer wahrscheinlich nicht sehr positiven Zeit zu sehen und ja, so das menschliche Miteinander, das man irgendwie spürt in der Gesellschaft, trotz der nötigen Distanz, die man ja einhalten muss. Und ja, normal hat man ja immer tausend Orte, wo man hingehen muss und hingehen will. Und so diese ganze Hektik des Alltags versuche ich so ein bisschen, ja, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das so ein bisschen zu nutzen. Und natürlich dann viel Kontakt mit Familien und Freunden zu halten und ja, im Kontakt zu stehen. Das Training gibt mir auf jeden Fall jetzt in der Zeit Sicherheit und deshalb versuche ich mich auch ganz auf das Training zu konzentrieren und das soweit es geht halt normal zu absolvieren. Mit meinem Sport, also mit Laufen, habe ich natürlich auch Glück, ist ja relativ unkompliziert und wir haben auch noch ein privates Gym, in das wir können. So ja, konnte ich bisher eigentlich mein Training fast normal absolvieren und so weitermachen, wenn auch ziemlich einsam. Weil wir halt alle dann alleine trainieren und möglichst halt nicht in der Gruppe irgendwelche Einheiten zusammen machen. Ja, mit der Verschiebung von Tokio 2020 hat sich für mich jetzt nicht so viel verändert. Klar war das jetzt so das große Ziel von der Saison, was jetzt irgendwie erstmal nicht mehr da ist. Aber ja, ein Jahr ist auch nicht so lang und ich versuche das für mich zu nutzen und habe jetzt ein Jahr mehr Zeit, um schneller zu werden. Und genau für diese Saison, die ja wahrscheinlich dann verspätet stattfindet, hoffe ich dann einfach auf schnelle Rennen und freue mich auf viele Diamond League Meetings, ja, sofern das dann alles terminiert wird, wenn die Situation das wieder zulässt. Als Tipp für Sport zu Hause, denke ich, tut es immer gut, einfach raus vor die Tür zu gehen und loszulaufen oder Fahrrad zu fahren oder sonst was. Ja, und wer da eher nicht so Lust drauf hat, finde ich immer so einen Zirkel cool mit, ich weiß nicht, Seilspringen kann man zu Hause machen, Treppen hat auch fast jeder und zwischendrin Stabiübungen oder sowas, um einfach in dem ganzen Trubel, der in der Welt im Moment los ist, sich abzulenken und einfach mal auf andere Gedanken zu kommen und natürlich fit zu bleiben. Danke und liebe Grüße.